Und damit hallo und herzlich willkommen bei Astellia. Ja, dieses Spiel ist noch gar nicht so alt. Es ist, glaube ich, von Ende letzten Jahres. Und ich würde gerne mal irgendwo die Musik ausschalten. So, und die Musik ist ausgeschaltet. So kann man sich doch wesentlich besser unterhalten, beziehungsweise so kann man wesentlich besser verstehen, was gesagt wird. Ja, ich werde wahrscheinlich kein Let's Play von diesen Spielen machen, weil das so ein Spiel sein soll, was ich ja für mich persönlich nebenbei mal spielen möchte. Aber ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten, weil ich sehr, sehr viel Positives über dieses Spiel gehört habe und wollte euch das mal ein bisschen vorstellen. Zum einen, das Spiel muss man kaufen, also entgegen verschiedener Meinungen, die ich auch teilweise im Internet gehört habe. Es gibt keine Probezeit sozusagen, wo man das Spiel spielen kann. Es gibt die Möglichkeit für knapp 10 Euro das Spiel 30 Tage sozusagen zu testen. Ich weiß aber nicht, ob automatisch das Ganze dann ausläuft oder ob es dann nochmal verlängert wird, weil ich das nicht gemacht habe. Ich habe mir direkt die kleinste Version von dem Spiel gekauft, weil ja laut den ganzen Videos, die ich mir darüber angeguckt habe, um mich zu informieren, übers Gameplay nehme ich an, dass ich das wirklich gerne spielen werde. Und ja, Fantasy ist ja sowieso meins und MMO ist sowieso meins. Ich bin auf der EU-Serverliste hier gerade drauf. Ich habe keine Ahnung, was von beiden ich nehmen soll. Ich nehme einfach das erste und werde mich jetzt mal verbinden lassen. Und habe dadurch, dass ich das Ganze gekauft habe, direkt 1, 2, 3, 4, 5 Charakterslots frei. Finde ich sehr geil, weil ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es viel, viel weniger ist. Achso, das ist der Ton. Ich habe mich gerade schon erschrocken. Ich werde mir jetzt hier erstmal einen Charakter erstellen. Sehr geiles Bild übrigens. Ich lasse das jetzt einmal auf euch wirken. Es sieht nämlich richtig cool aus. Also hier sehen wir, ich glaube, das ist das Magiermädchen. Das ist die Bogenschützin. Das, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das müsste der Krieger sein. Das ist auf jeden Fall der Assassine. Es gibt noch einen Gelehrten. Das sind die Heiler in dem Spiel. Ihr seht auch hier rechts, der Gelehrte ist ein Heiler mit hoher Zauberkraft, der seine Fertigkeiten mit Hilfe eines Stabes einsetzt. Wie ihr seht, ist das Spiel sehr, ja, japanisch angehaucht, sage ich mal. Also sehr Anime-mäßig. Viel Haut, kurze Röckchen, viel Brust und ja, junge, süße Gesichter, sag ich mal. Aber das ist nichts Negatives. Also, ich finde, das sieht richtig gut aus. Und von der Grafik her, also wenn das Spiel nur halbwegs so ist wie die Grafik hier, dann werde ich sicher auch begeistert davon sein. Er kann Verbündeten mit Stärkungszaubern helfen und Schwächungszauber entfernen. Mithilfe starker Heilzauber sorgt er für Heilung und sichert. Für Heilung und sichert. Das ist ein komischer Satz. Ich denke mal, das ist ein Übersetzungsfehler. Das sind wahrscheinlich die einzelnen... Ah ja, genau, das sind die einzelnen Zeichen. Die sieht man hier links auch nochmal. Soll ja halb schwer sein, damit zu spielen. Mit dem normalen Magier, die werde ich definitiv aussuchen, weil ich immer Magier war. Ich werde aber definitiv auch einen Assassine machen, weil ich die einfach nur klasse finde. Also alleine bei Teso sind die Assassinen ja schon endgeil. Und einen Krieger werde ich auch machen. Ein Schütze und ein Gelehrter werde ich auch erstellen. Weiß ich aber nicht, wie weit ich jetzt damit spielen werde oder ob ich die einfach nur hochleveln werde soweit. Da muss ich dann mal schauen. Magier. Magier sind Fernkämpfer, die mit Zauberstab mächtige magische Angriffe ausführen können. Magier können verschiedene Elemente beherrschen, darunter Feuer, Eis und Blitz, um Gegner zu verbrennen oder einzufrieren. Sie beherrschen auch die Macht der Teleportation und können eine Barriere erschaffen, um sich selbst zu schützen. Magier sind aufgrund ihrer Fähigkeit, das gesamte Schlachtfeld niederzubrennen, in Teams immer gerne gesehen. Okay, das wird auf jeden Fall meine Main, aber wenn die immer gerne gesehen sind, dann ist das natürlich noch geiler. Dann gibt es noch die Bogenschützin. Achso, da gibt es übrigens noch einen Unterschied.
Hier seht ihr überall nur weiblich. Beim Assassinen ist es so, da könnt ihr männlich und weiblich nehmen. Wobei die weiblichen sehe ich jetzt gerade um einiges geiler aussehen als die männlichen. Sorry, Jungs. Und bei den Kriegern könnt ihr auch männliche und weibliche Krieger auswählen. Ach, dann war das eine Kriegerin, die ich eben gesehen hatte. Deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt. Okay. Bei dem Schützen, dem Gelehrten und dem Magier ist es allerdings so, dass ihr nur die weiblichen Charaktere habt. Für mich persönlich nicht schlimm, weil ich bin halt eine Frau, deswegen mache ich mir natürlich dann auch die weiblichen Charaktere. So, Schütze, was übrigens auch mein Sternzeichen ist. Der Bogenschütze ist ein Fernkämpfer mit hoher Agilität. Mit seiner Mobilität kann er Feinde aus sicherer Entfernung angreifen und herannahenden Gegnern mit einer Reihe von Fertigkeiten entfliehen. Er kann aber auch seine überlegene Beweglichkeit... OP. Ja. Opfern, denke ich mal, sollte das heißen. Aber der Text scheint noch nicht fertig übersetzt zu sein. Meine Stimme ist auch noch nicht fertig wiederhergestellt, wie ihr hört. Deswegen tut es mir leid, wenn man mich zwischendurch mal nicht versteht. Der Assassine. Ich werde euch erstmal diesen Blick hier gewähren, weil der ja auch ziemlich cool aussieht, muss ich sagen. Und dann natürlich nochmal den weiblichen Assassinen. Der Assassine ist ein agiler Nahkämpfer, der zwei Dolche zugleich führt. Normalerweise verbirgt sich der Assassine, um ahnungslose Gegner zu überfallen, Schaden in Form von Gift oder Blutungen über Zeit anzurichten und mit Hilfe dieser Taktiken sein und mehr kann man wieder nicht lesen. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber man kann leider nicht mehr lesen. Dann gibt es noch den Krieger. Einmal natürlich in der männlichen Variante, die wir eben schon mal gesehen haben. Und einmal in der irgendwie cooleren weiblichen Variante. Der Krieger kämpft mit Schild und Schwert, verfügt über hohe Abwehr sowie viele Lebenspunkte. Mit Aura-Klinge oder Provokation attackiert der Krieger entfernte Gegner mit einem Überraschungsangriff oder zieht Feinde auf sich, wenn diese Verbündete angreifen. Ja, also der klassische Tank im Endeffekt, der Krieger. Wobei ich persönlich finde, dass ein Krieger kein Tank ist. Das ist wieder eine eigene Variante davon. Aber ja, es ist halt dieser Grundbaustein, sage ich mal. Man kann es wahrscheinlich auf Angriff noch extra ausbauen. Man sieht hier oben ja schon, wo er viele Punkte drin hat. Aber man kann natürlich auch entsprechend viele Punkte später noch in Angriff reinmachen. Und MP weiß ich jetzt noch nicht genau, was das ist. Lebenspunkte ist klar. Achso, Magiepunkte sind das wahrscheinlich. Ist leicht zu spielen. Der Assassine soll ja sehr schwer zu spielen sein. Kann ich noch nichts zu sagen. Werde ich vielleicht später nochmal ein Statement für abgeben. Der Bogenschütze soll auch leicht zu spielen sein. Wird aber definitiv einer der späteren werden, die ich mir erstellen werde. Gelehrter, ich werde eine Heilerin machen, definitiv, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, weil, ja, ich sag mal, wenn ich muss, spiele ich Heiler, aber ich spiele natürlich jemand, der ordentlich Schaden macht. Und wie gesagt, ich werde mir jetzt definitiv ein Magiermädchen erstellen. Ein anderes Wort würde ich jetzt nicht dafür finden, weil die sieht so klein und zierlich aus irgendwie. Ich hoffe, man kann auch größere Magier machen. Das werde ich mir dann gleich mal angucken. Und ich wähle jetzt erstmal diese Klasse aus. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man einstellen kann. Also hier den Hintergrund kann man einstellen. Beispielsweise ist jetzt so eine kleine Spielerei. Aktionen. Nice to meet you. Da gibt es verschiedene Sachen, was die machen können. Also die können tanzen, die können andere Emotes machen. Da kenne ich mich jetzt natürlich noch nicht mit aus. Ich stehe jetzt genauso... Ja, zum ersten Mal hier in diesem Menü, wie ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch das Ganze anschaut. Aber es sind schon einige lustige Sachen mit dabei. Das ist cool. Das ist schon fast der Macarena-Tanz. Dann kann man sich noch Posen auswählen oder beziehungsweise wahrscheinlich anzeigen lassen, wie das Ganze dann später aussehen wird, denke ich mal. Also die Pose, aber dieses mit dem Tanzen, das werde ich auf jeden Fall drin lassen. Kleidung kann man sich, ja, ich kann es auch zoomen, sehr schön. Kann man sich auch verschiedene angucken. Ich weiß jetzt nicht, was das für welche sind. Ich denke mal, das sind so diese, oh, das ist sehr schön hier. Kann man das von Anfang an haben? Helm anzeigen? Oh ja, toller Helm.
Ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich hatte mal nicht gedacht, dass die jetzt so breite Oberschenkel hat, dafür, dass sie so klein ist. Also das wäre cool. Ich weiß nicht, ob man es behält. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist das empfohlene Aussehen. Da kann man jetzt hier noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Man kann Hauttöne einstellen. Man kann, ja gut, das sind auch die Hauttöne hier. Die kann man hier nochmal verfeinern. Die Hautfarbe kann man einstellen. Ist das euer Ernst, dass man jetzt hier auch bläulich einstellen kann? Man kann die Gesichtsform einstellen. Die Haare, also sprich, welche Frisur die kriegen soll. Das ist auch eine süße Frisur hier. Da gucke ich aber gleich nochmal in Ruhe nach. Man kann die Augenbrauen einstellen. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Oh, das ist ja cool. Die Augen kann man einstellen, dass man Pflanzen als Pupillen hat. Oder Schlangen. Das ist ja mal krass. Da werde ich auf jeden Fall gleich mal gucken, was es da noch alles gibt. Verschiedene Nasen, ja gut, da gibt es nicht mehr ganz so viele. Die Münder gibt es dann auch nicht mehr ganz so viele. Verschiedene Ohren, man kann auch Elfenohren machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich ganz cool. Und Anpassungsstärke des Eyeliners, dichter Lidschatten und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr viele Einstellungen, die ich mir in einigen anderen Spielen immer gewünscht hatte. Also bei Teso ist es nicht so schlimm, da kann man auch schon viel einstellen. Oh, Gesichtsbemalung auswählen. Ja, man kann sich auch ein Totenkopfmädchen machen. Oder ein Zombie-Mädchen oder was? Nee, das soll der Joker sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Also es gibt auf jeden Fall doch viele Sachen, die man direkt einstellen kann, die frei sind, was ich persönlich sehr cool finde, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich habe gedacht, dass es da wahrscheinlich weniger gibt oder man mehr vielleicht kaufen muss oder sowas in der Art. Und wenn man auf Details anpassen geht, da kann man dann auch nochmal die einzelnen Sachen, die man eingestellt hat, nochmal bis ins kleinste Detail mit Höhe der Stirn, Stirnwölbung, Größe des unteren Gesichts, okay. Des oberen Gesichts, Ausdehnung der Augenbrauen und so weiter und so fort, kann man nochmal alles einstellen. Ja, das wird eine ganze Weile lang dauern, muss ich sagen. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Char erstellen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Spiel startet. So, und da sind wir nun wieder. Ja, ich habe versucht, die so ein bisschen so hinzukriegen, dass sie so ein bisschen aussieht wie ich. Also die Frisur ist ziemlich gut gelungen. Ja, der Rest ist natürlich etwas fragwürdig, weil ich halt weder japanische Züge habe noch kindlich aussehe. Deswegen funktioniert das nicht. Leider gab es jetzt kein pinkes Haar und ja, meine Originalhaarfarbe, die ich schon lange nicht mehr getragen habe, wollte ich dann auch nicht nehmen. Deswegen habe ich mal dieses dunkle Rot genommen. Das habe ich zwischenzeitlich auch mal drin gehabt. Genauso wie lila, schwarz, pink. Und das passt eigentlich so vom Charakter her am besten zu mir. Ich habe sie auch etwas größer gemacht. Die Frage ist jetzt, wie groß habe ich sie gemacht? Weil ich habe sie auf 120 gestellt. Sie war vorher auf 100. Entweder ist sie jetzt trotzdem noch zu klein. Und das Maximum hier wäre dann die normale Größe. Oder ich laufe jetzt mit einem Riesen rum. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das Ganze aussehen wird. Ich werde erstmal schauen, wo ich denn überhaupt starten kann, weil hier gehe ich ja wieder mit zurück. Aussehen auswählen, da. Name. Da ist jetzt die Frage. Ich werde wahrscheinlich pro Charakter meinen Namen machen müssen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich nenne mich jetzt einfach mal so, wie ich halt eben heiße. So, weil das ja auch meine Main werden soll, deswegen. Steht sie jetzt im Charaktermenü? Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch die anderen Charaktere auch schon mal machen und schon mal hier reinstellen. Was ich natürlich ganz cool finde, was ich aber jetzt fürs Video noch nicht machen werde. Dann starten wir das Ganze einfach mal.
What is this mess? Faye! I'm training. I get stronger as my Estelle does. I told you. Only one Estelle friend at a time. Be quiet! Click on Faye if you wish to speak with her. Okay, also wir sind jetzt im Spiel drin. Erstmal, doch, man kann mit der linken Maustaste gedrückt halten, dann kann man sich ein bisschen umschauen. Und ich kann reinzoomen, wenn ich möchte, das ist gut. Ich habe hier auch wieder diese blöde Bewegung, dass man eben nicht nach unten guckt, wenn man nach unten läuft, sondern dass man rückwärts läuft. Das ist das Dämlichste, was man jemals machen kann mit einer Steuerung. Das ist was, was mich schon überall aufgeregt hat. Aber gut, ich hoffe trotzdem, dass das Spiel dadurch nicht schlechter wird. Ihr seht schon, was ich meine, ne? Weil man möchte einmal hier um den Tisch rumlaufen. Und das sieht natürlich ziemlich dämlich aus, wenn man dann nach geradeaus guckt, während man rückwärts läuft. Aber von der Grafik her muss ich bisher sagen, es ist okay. Es ist keine Meisterleistung, aber es ist okay. Dann reden wir mal mit der Fee. You're awake? Let's get some training in. Mit F kann ich weiter? Ah. Okay. Sie sagt anscheinend nichts. Es ist nichts weiter. Ich hatte einen seltsamen Traum. Eine Puppe, die ein riesiges Zahnrad trug, stieg aus dem Himmel herab in mein Haus. Zahnrad? Puppe? Ahaha, was soll das denn? Sehr komisch. Faye, heute ist der Tag, an dem du die Magietheorie lernst, oder nicht? Du kommst so spät zum Unterricht. Bitte beeil dich. Dein Lehrer macht sich Sorgen, dass du dich nicht genügend konzentrierst. Uff, stimmt. Wir haben heute einen Test über magische Theorie. Oh, ich will heute mit Herrn Souvier trainieren. Darf ich? Darf ich? Hör zu, Faye. Es reicht nicht, einen starken Körper zu haben, um Astels zu beschwören, kontrollieren und mit ihnen richtig kämpfen. Und mit ihnen richtig zu kämpfen, musst du verstehen, was deine Kraft ist. Wenn ein Astelianer seine Kraft falsch einsetzt, könntest du Leute um dich herum in Gefahr bringen, um es dir zu beweisen. Herr Souvier hat gesagt, dass Astelianer Ausdauer brauchen. Ich bin sicher, dass er das gesagt hat. Oder nicht? Gameplayerin will auch mit mir trainieren, nicht wahr? Sicher? Herr Souvier hat gesagt, dass heute Laufen, Boxspringen, Klimmzüge und Liegestütze auf dem Programm stehen. Ahahaha. Lernen. Ich will lernen, um klüger zu werden. Ich gehe. Hey. Haha. Du bist gut, Gameplayerin. Geh zum Übungsplatz. Souvier sollte dort auf dich warten. Okay, also mit F nimmt man an, mit Escape. Keys. W, A, S, D. Ja, das haben wir schon. Ich dachte gerade, es hat sich umgedreht. Nee, es hat sich nicht umgedreht. Das Spiel hakt aber gerade ganz schön. Wo muss ich überhaupt hin? Mal links. Achso, da. You're a bit late today. Hmm? Did you not bring your weapon? Okay then. Just use the ones here. Welche? To obtain your gear, you must click on the gear stand. Achso, da. Okay. Press I. Or click the inventory button in the bottom menu to open your... Click on the gear in your inventory to equip it immediately. Try equipping your gear. Press I again. Achso, rechtsklick. Okay, und or was ist das jetzt? Click the X at the top right of the inventory window in order to... Come, let's do a little warm-up. Press the same movement key twice in rapid succession. This will... Are you all warmed up? Das war dann wohl Roll. Let's get started for real. Click on a target to lock onto it. If the target is an enemy... Very good. Now try a stronger attack. New skills can be registered into quick slots. To open the skill window, press K. Or click the spellbook button in the bottom right of your screen. Assign a skill by dragging the icon from the skill window onto the desired skill slot. Press K again. Or
Click the X at the top right of the skill window in order to close it. Okay, die anderen kann ich anscheinend noch nicht einsetzen. Now, attack the target using your newly assigned skill. Good work. And the next training is... Do it with me, Sylvier! Do it with me first, Sylvier! I told you not to come inside the training ground without permission! Enemy down! Whoa! Are you nuts? You can't do this! You can't train in this state. Go to the barn and bring me a new scarecrow. Okay. Hol die Übungsvogelscheuche aus der Hütte. Das ist wohl das automatische Laufen, von dem ich schon gehört habe. Wenn man da Doppelklick drauf macht, dass die automatisch zum Ort hingehen. Look at that smoke! Something must have happened at the village! No. Did they find this place? This is bad! Please hurry and find Faye! Something happened at the village. You can ride a mount to move faster. Oh, okay. Dann dreh dich doch nicht weg. Hallo. And double click it. So, such dir ein Pferd aus. Kann ich auch das da hinten nehmen? Also die Pferde sehen ja schon ganz schön aus, muss ich sagen. Die Frage ist, kann ich auch eins von denen hier hinten nehmen? Was bist du denn? Also ich komme gerade mit der Steuerung überhaupt nicht klar, weil jedes Mal, wenn ich versuche, mich zu drehen, sie irgendwie nicht in die Richtung läuft, in der ich mich drehe. Das könnte noch problematisch werden. Nein, du sollst in die Richtung gehen, wo ich hingucke. Ich möchte dich haben. Kann man dich aussuchen? Ich denke, ich möchte dich haben, oder? Doch, ich möchte dich haben. Hallo. Ja, ich mache Doppelklicks. Warum komme ich da jetzt nicht? Okay, ich kann springen, das ist schon mal gut. Und wieso komme ich jetzt nicht zu dem hin, was ich ausgewählt habe? Indem du den Stall betrittst, steht hier zwar, aber... Ja. Kann man das jetzt nicht auswählen, oder? Also das finde ich jetzt schon wieder dumm gemacht, weil die reden zwar davon, dass man ein Pferd holen soll, aber man kann es ja trotzdem anklicken und auswählen. Deswegen finde ich das jetzt ein bisschen dämlich, dass ich jetzt... Kann ich den auswählen? Du brauchst doch nur dahin zu gehen. Also anscheinend kann ich es nicht auswählen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Es wird auch nicht erklärt, komischerweise. Also das finde ich jetzt wirklich dämlich gemacht. Also muss ich jetzt hier so ein billiges Pferd nehmen, denke ich mal. Ein dunkles glaube ich nicht. Ich denke mal, ich werde das Weiße nehmen. Obwohl. Nö, damit kann man auch nichts machen. Indem du den Stall betrittst. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht. Kann ich hier mit irgendjemandem vielleicht reden oder so? Ja, also scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Keine Ahnung.
Was ja nicht sein kann. Also das ist zugegebenermaßen sehr seltsam gemacht. Man soll doppelklicken, was ich jetzt gerade auch gemacht habe. Und sie rennt dann wie dämlich die ganze Zeit darauf hin, darauf zu.